Grün an St. Pölten kann man neue Wege beschreiten. Wir wollen die Stadt begrünen. Es ist etwas völlig Neues. Wir sind völlig neu. Und wir haben große Lust auf Veränderung. Wir haben große Lust auf den Atomausstieg. Und wir haben große Lust, etwas in St. Pölten zu bewegen. Bei der Aktion handelt es sich um Green Gardening, Guerilla Gardening, wo man den Domplatz dazu bringen soll, nicht zu asphaltiert werden für die Autos, sondern begrünt werden soll und dass es für die Bevölkerung ein Platz wird, ein Bürgerplatz für Veranstaltungen und auch eine Grünfläche und vor allem auch Spielfläche für die Kinder. Wir haben heute die betonierte Stadt grün gestaltet mit verschiedenen Pflanzen überall und deswegen sind wir hier. Wir sind wildgrün am 3. Juli. Also die Farben, die wir bei dieser Aktion benutzt haben, sind ökologisch. Sie gehen weg, ohne irgendwas zu hinterlassen.